So, ich bin soweit fertig mit meinen 6 Schlitzen. Diesen hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier habe ich alle, also original, vom Original zu der Verlängerung um 2,5 mm weiter nach unten gesetzt, damit die Lamelle tiefer kommt, also das Kupplungspaket insgesamt um 2,5 mm tiefer. Dann kann ich das Ding verwenden. Das war eine Heidenarbeit. Mir tun die Hände weh, weil ich dachte erst, dass das sehr, also schwierig war es eigentlich nicht, aber zeitaufwendig. Ich habe da fast 4 Stunden dran gesessen. Ich wollte es ja auch vernünftig machen und vor allen Dingen, ich wollte auch die Abstände gleich haben, damit denn die Lamelle auf allen 6 Punkten plan aufliegt und ich mit einer Nase dann in der Luft rumbohren. So, jetzt will ich hier noch die Pfeilreste will ich hier entfernen, also den Grat. Das mache ich am besten hier mit meinen, ich habe es mit der Edelstahlputzwelle versucht, aber das ist eine Sauerei, da geht hier mit am besten. So wichtig ist, der Grat weg ist. Muss ja nicht hoch transportiert sein. Aber ich bin ja auch hier mit der Pfeile hier etwas rangekommen. Und wenn dann diese Nasen hier jetzt in diesen Schlitzen liegen und wenn da so viel Grat dran ist, dann müssen die ja auch sehr schnell atmen. Ja, ich habe es nur langsam mittlerweile nach einigen Versuchen geschafft. Die Kupplung so zu montieren, so muss er laufen. Ich will jetzt nicht auf den Grund, warum das so war, eingehen, aber ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Es konnte gar nicht funktionieren. Aber eine Erleuchtung hatte ich. Und so. Ich habe jetzt den Radialdichttrink hier drin und habe hier zwischen dem Kupplungsrad und dem Rand vom Simmerring, der liegt ja nur direkt auf dem Ölleitstern auf, habe ich ca. 1,5 mm Platz. Also es kann unter Umständen dazu kommen, dass die Zähne den Rand von dem Radialdichtring ein bisschen anfeilen. Aber im Großen und Ganzen kann da nicht viel passieren, würde ich mal sagen. Also Platz ist noch. 1,5 mm ist zwar nicht viel, aber immerhin. So, und der Versatz hier zwischen dem Antriebsritzel und dem Zahnkranz hier von dem Kupplungsrad beträgt jetzt genau 0,5 mm und da kann ich ein Problem mit. Vielleicht setze ich die Kurve leer noch ein bisschen. Bleibt abzuwarten. So. Kloppen will ich auch nicht. So, das ist gesichert. Kann ich den hier noch ein verfletten?
Ja, Gott sei Dank, dass ich das hingekriegt habe. Schon befürchtet, dass ich. Das ist immer das Schlimme, wenn man das nicht immer gleich merkt, wenn man nicht sieht. So, jetzt werde ich die Kupplung montieren. Geht jetzt alles noch ziemlich stramm. Ach, nein, das sieht aber schon wesentlich freundlicher aus hier. Ja, die Kupplung ausrücken. Genauso muss es sein. So muss es sein. Oh. Ha. Jetzt kommen die Federtöpfe rein. Ja.
Federn. Ja, aber das werde ich höchstwahrscheinlich nicht alleine schaffen. Ich weiß es zwar nicht. Mal versuchen, wie weit ich die zusammendrücken kann. Ich habe bloß immer fürchterliche Angst, dass mir so ein Ding mal wegspringt. Hier. Zeigen wir, ist das nicht so das Richtige. Da gibt es ganz bestimmt auch ein Werkzeug, was man irgendwie so ein Hebel, mit dem man das runterdrücken kann, aber ich habe das nicht. Man muss quasi mit einer Hand muss man die Feder runterdrücken und dann muss man mit der anderen Hand muss man diesen Arretierschiff muss man hier durchschieben. So viel Kraft habe ich auch nicht, dass ich das ewig runterdrücken kann. Die Federn ganz schön. Ja. Mit dem Schraubenzieher ist das auch so eine Sache, da holen sich hier diese ganzen Kappen hier rum. Ne? Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber es ist nicht so, es ist ziemlich weich. Da ist man sofort Kerben drin. Nee, sollte das nicht lieber sein. Ja, jetzt so kurz vorm Ziel, ne? Das muss ich. Ja, sonst rennen die mir in die Bude ein. Aber jetzt, wenn du einen brauchst, ist keiner da. Verrückt. Ja. Platz ist genug da. Also ich könnte. Gleich, aber ich kann das nicht mit einer Hand halten. Das schaffe ich nicht. Schade drum. Ich hätte es gerne noch fertig gemacht, aber ihr habt euch nicht gelangweilt. Hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Oh, wenn ich die schon höre hier, dann. Oh, die Merkel, die kann ich überhaupt nicht ab. Okay, Leute, macht's gut, ne? Tschüss.